Hallo, hier ist wieder Michael Albers von www.pastorpixel.de mit einem weiteren Tutorial zum Thema Flash ActionScript 3. Und zwar geht es jetzt hier um das Event Handling, um die Event Listener. Ich habe das Thema auch auf meiner Homepage ausführlich erklärt und hier mache ich es halt nochmal in einem Video Tutorial. So, ein Event kann alles Mögliche sein. Ein Event ist ein Ereignis. Ein Ereignis kann zum Beispiel sein, wenn der User irgendwo mit der Maus hinklickt. Klicken ist auch nicht einfach klicken. Ja, diese Mausaktivitäten, da unterscheidet man dann auch, ob die Maus gedrückt ist, ja, ob die Maus unten ist oder ob die Maus gedrückt wurde und wieder losgelassen wurde. Das eine nennt man Maus down oder Maus up oder Maus click ist, wenn man drückt und wieder loslässt. On Release ist auch, wenn man drückt und wieder loslässt. Das kennt man auch. Das benutzt man einfach eigentlich jeden Tag. Ne? Wenn ich jetzt beispielsweise hier so ein Fenster kleiner mache oder größer mache, ja, dann tritt das Ereignis ja nicht ein, wenn ich drücke, sondern eigentlich erst, wenn ich drücke und auf dem Objekt wieder loslasse. Ne? Wenn ich jetzt beispielsweise drücke, ich halte die Maus immer noch gedrückt, ziehe die weg und lasse die jetzt los. Ne, dann passiert auch gar nichts. Ne? Das wäre zum Beispiel das Ereignis außerhalb loslassen. Ne, also man benutzt das jeden Tag, aber man macht sich nicht unbedingt Gedanken darüber. Und diese ganzen verschiedenen Mausereignisse sind eben auch verschiedene Events. Dann gibt es verschiedene Eventtypen. Zum Beispiel gibt es Maus-Events, ne, wo ich gerade drüber gesprochen habe. Es gibt aber auch andere Events, zum Beispiel Loader-Events, die überwachen, ob etwas geladen wurde, ne, und ob schon alles geladen wurde oder nur ein Teil geladen wurde. Ne, das sind zum Beispiel Loader-Events. Dann gibt es zum Beispiel Timer-Events, ja, die in einer Zeitschleife irgendetwas immer wieder aufrufen. Oder den Event Enter Frame. Das ist ein Event, der auch permanent in Schleife aufgerufen wird, und zwar mit der Bildlaufrate des Films, dieser Event Enter Frame. Zum Beispiel habe ich hier in diesem Film die Bildlaufrate auf 24 Bilder pro Sekunde eingestellt. Das kann man ja hier sehen, wenn ich auf eine leere Stelle klicke. Das ist ja der Standardwert, ne? Und wenn ich jetzt diesen Event Enter Frame aufrufe, dann wird diese Aktion, die da drin steht, die Anweisungen, die da drin stehen, werden dann eben auch 24 Mal pro Sekunde ausgeführt. Ist meine Bildlaufrate kleiner, ne, wird dann auch bei dem Event Enter Frame, werden dann auch die Anweisungen dementsprechend langsamer ausgeführt, also nicht so oft, ne? Gut. So. Weit so gut. Kommen wir jetzt mal zu den Event-Listenern. Ich kann ein Movie-Clip oder ein Button oder auch der Bühne einen Event-Listener hinzufügen. Ich habe zum Beispiel hier einen Movie-Clip auf der Bühne und den Movie-Clip nenne ich mal Sonne unterstrich MC, ne? Also Instanzname Sonne MC. Jetzt klicke ich hier in das erste Bild rein und weise Sonne MC einen Event Listener zu. Sonne unterstrich MC Punkt Add Event Listener. Dann kommt eine Klammer auf. Dann kommt, was es für ein Event-Typ ist, ein Maus-Event. Und dann kommt der eigentliche Event. Und zwar, ob es beispielsweise mal Maus down passieren soll oder Maus up oder was auch immer. Ich nehme jetzt mal den Event Click. Das ist sowas Ähnliches wie On Release oder Maus up, ne? Das bedeutet, wenn ich die Sonne angeklickt habe und den Maus wieder losgelassen habe, das ist dieser Event Click. Und dann kommt der Funktionsname. Der sollte normalerweise sinnig vergeben werden, hatte ich ja in dem Funktionstutorial schon erklärt. Aber da wir jetzt hier testen, nenne ich den einfach mal Do It. So.
Was heißt das, Event Listener? Event Listener heißt, dieses Objekt, diese Instanz wartet jetzt, also die horcht auf ein Event, tritt ein Ereignis ein. Ne? So muss man sich das vorstellen. Ne? Die horcht jetzt auf ein Event, in dem Fall eben auf ein Maus-Event, und sobald ich dann auf die Sonne klicke, sobald dieses Maus-Event auf der Sonne, das ist ja auf der Sonne registriert, ne, sobald das eintritt, wird diese Funktion hier ausgeführt. Diese Funktion, die wird jetzt als nächstes definiert. Das ist nicht einfach irgendeine Funktion, das ist eine Event-Funktion. So, der Aufbau ist ähnlich wie bei einer normalen Funktion. Ich schreibe wieder Function, dann den Funktionsnamen. Und dann, der Unterschied zwischen einer normalen Funktion ist jetzt eben, ich habe jetzt hier einen Parameter. Den Namen des Parameters kann ich jetzt hier wieder selber bestimmen, aber der Typ des Parameters, den kann ich nicht selber bestimmen. Der muss diesem Ereignistyp entsprechen. In dem Falle MouseEvent. So, Rückgabewert ist immer void, also ich habe keinen Rückgabewert. Und dann kommt wieder die geschweifte Klammer. Und dann kommt da die Anweisung. Schreibe ich mal einfach als Anweisung. So, Sonne MC. Die X-Position ändern soll, die Wahl auf 20 gehen soll. So, jetzt probieren wir das mal aus. Ich klicke auf die Sonne. Ne, und siehe da, Sonne ändert die Position. So, was hat es jetzt mit diesem Parameter hier auf sich? Über diesen Parameter kann ich jetzt so alles Mögliche abfragen. Zum Beispiel, wenn es ein Loader-Event wäre, könnte ich über diesen Parameter abfragen, ob das Teil schon geladen wurde und wie weit es geladen wurde und so weiter. Ne? Bei den Maus-Events kann ich auch so alles Mögliche abfragen. Und zwar diese Sachen hier, die erkläre ich jetzt mal der Reihe nach. Der Name hier, dieser, hatte ich ja eben schon gesagt, den kann man frei wählen. Ne? Da kann ich auch jetzt schreiben, Event oder was auch immer. Ne? Das ist ein frei wählbarer Name. Und dann kann ich über diesen Namen eine Eigenschaft aufrufen. Zum Beispiel die Eigenschaft CurrentTarget. CurrentTarget ist, er gibt mir die Instanz zurück, auf die der Event-Listener registriert ist. Also in dem Falle SonneMC. Machen wir das mal. Ich lösche das mal, damit das hier nicht verwirrt. Anstatt jetzt zu sagen SonneMC X, sage ich EventCurrentTarget X, das ist nämlich das Gleiche. Die Instanz, auf die der Event-Listener registriert ist, soll jetzt Position 20 einnehmen. Probieren wir das mal aus. Ne? Und siehe da, das funktioniert auch. Ne? Wenn ich jetzt beispielsweise einen anderen Movie-Clip hätte, nehmen wir mal einen anderen, nehmen wir mal diese Kuh hier. Hat den Namen QMC, ne? Jetzt registriere ich auch hier den einen Event-Listener und rufe die gleiche Funktion auf. Und da mir EventCurrentTarget immer die Instanz zurückliefert, ne, auf die der Event-Listener registriert ist, wird, wenn ich auf die Q drücke, die Q auf Position 20 gesetzt. Schauen wir mal. Ne? Ich klicke auf die Q, ich klicke auf die Sonne. Ne? Also immer das, wo ich gerade die
auf das der Eventlistener registriert ist, das liefert mir Event Current halt. So, dann gibt es einen zweiten Parameter, der heißt Target. Target liefert mir immer das Objekt zurück, was in der Hierarchie oben liegt, beziehungsweise ja, was unten liegt eigentlich. Und zwar zum Beispiel hier bei der Sonne. Ich habe jetzt mal doppelt auf die Sonne geklickt. Ich habe jetzt in der Sonne hier ein Movie Clip Face und ein Movie Clip Beam MC. Und jetzt ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt auf das Face klicke oder auf das Beam klicke. Und wenn ich Target sage, dann liefert er mir immer das Objekt, was ich jetzt wirklich anklicke. Ja, wenn ich jetzt sage Target X gleich 20, dann verschiebt er, wenn ich auf die Strahlen klicke, die Strahlen, und wenn ich auf das Gesicht klicke, verschiebt er mir das Gesicht. Na, konnte man sehen. Oder wenn ich hier Plus gleich mal sage, dann Entschuldigung, so Plus gleich. Das ist zum Beispiel super praktisch. Sagen wir mal, ich habe eine Anziehpuppe. Ja, und habe ganz viele Objekte, die irgendwie verschoben werden sollen. Dann brauche ich nicht auf jedes Objekt diesen Eventlistener registrieren, sondern ich packe die alle in einen Movie Clip und sage dann hier Target, soll man verschieben können, ne? Mit Start, Drag und Drop. Ne? Kann ich ja mal machen hier, Event, Target, Start, Drag. Das mache ich dann aber nicht auf Mouse Event Click, sondern auf Mouse Event Down. Funktion nenne ich mal Drag Me. Muss ich die hier natürlich auch Drag Me nennen. Ich noch eine zweite Funktion. Stop Track und diese zweite Funktion. Die registriere ich einfach mir hier auf das Event Target. Oder könnte man auch könnte man auch generell auf die Bühne registrieren. Auf Stage zum Beispiel. Das bedeutet dann, wenn ich irgendwo die Maus loslasse, wird das Objekt, was gerade verschoben wird, da wird die Drag-Aktion dann gestoppt. Weil es kann eh immer nur ein Objekt verschoben werden und nicht zwei. Und deswegen muss man das nicht extra aufführen, welches da verschoben wird. Ne? Also wenn ich irgendwo die Maus loslasse, wird die Drag-Aktion gestoppt. Und wenn die Maus unten ist, Maus-Press gibt es glaube ich auch noch. Mal gucken, ob es das gibt, werden wir ja sehen. Nee, das gibt es nicht, ich dachte. So, was bedeutet das? Jede Instanz, die in der Sonne ist, ja, wird jetzt hier mit Event Target angesprochen und das Objekt, was ich anklicke, wird verschoben. Schauen wir mal.
Ne? Jetzt verschiebe ich die Strahlen. Jetzt verschiebe ich das Phase. Ne? Das heißt, ich kann mir also alle Sachen, die ich verschieben will, in diesen Movie Clip Sonder reinmachen. Ich mache das mal. Ich nehme hier die Kuh. Klicke doppelt auf die Sonne. Jetzt bin ich in der Sonne. Füge die Kuh da ein. Jetzt kann ich alle diese Objekte hier verschieben. Und das, was außerhalb der Sonne liegt, aber nicht. Ne? Wenn ich jetzt außerhalb der Sonne noch einen Movie Clip hier liegen habe, nehmen wir hier den Clown, Strom C, Strom V. Der lässt sich nicht verschieben. Das liegt ja daran, weil das ja nicht auf Stage registriert ist, sondern auf Sonne im C. Der Clown lässt sich nicht verschieben, aber alles, was in der Sonne liegt. Gut, ne? Das ist also Target. Event Current, also EVT oder Event oder wie auch immer, Current Target, ne? Das ist das Objekt, auf das der Event-Listener registriert ist. Und Target, ne, ist das Objekt, was da drin liegt. Also das Objekt, was zu unters liegt, könnte man auch sagen, ne, das wird dann verschoben. Gut. So, es gibt noch weitere Parameter. Gucken wir uns mal als nächstes an. Den Event Type gibt es. So, das mache ich mal wieder alles weg. Könnt ihr bei mir in meinem Tipp Star Trek Objekte verschieben, könnte das auch nachgucken. So, ich nenne die mal wieder um die Funktion, ich nenne die mal wieder Do-It. Event Type, was ist das? Event Type gibt mir den Event Typ zurück. Es könnte ja mal sein, dass ich diese Funktion Do-It einmal auf Mouse Down aufrufe oder auch mal auf Mouse Up oder so. Und wenn ich überprüfen will, ne, welches Ereignis ist das, dann kann ich das mit Type abrufen. Nur hier wird es dann immer klein geschrieben. Ne, nicht so wie da mit Großbuchstaben und Unterstrich, sondern hier wird es klein geschrieben mit Camel Case. Das ist der Event Type. So, Event Type. Local X. Lassen wir uns auch einfach mal mit Trace ausgeben. Hier sage ich auch einfach mal wieder Klick. Nee, Klick. Das heißt, wenn die Maus geht, das heißt ja Klick. So, Local X ist die Position der Maus vom Registrierpunkt der Sonne aus gesehen. So, die Sonne hat ja hier einen Registrierpunkt, der liegt da, der Nullpunkt. So, wenn ich jetzt klicke, ne, dann kriegt man hier genau diese Mausposition, diese X-Position der Maus von diesem Nullpunkt aus. Kriegt man da zurückgegeben. Muss natürlich aufpassen, wenn die Sonne jetzt gedreht ist zum Beispiel. Dann ist ja der X-Punkt senkrecht. Ne? Probier das mal aus hier. Dann geht der immer höher, wenn ich hier nach oben und nach unten gehe.
und nicht, wenn ich nach rechts und links gehe. Ne? Weil das aus dem Koordinatensystem dieses Movie-Clips heraus gesehen wird, ne? Und nicht irgendwie von außerhalb. Nicht von der Bühne aus, ne? Sondern relativ. So, das ist Local X. Und Local Y gibt es natürlich auch. So, dann gibt es noch Stage X. Und das ist dann wirklich die Mausposition auf der Bühne. Kriege ich natürlich auch nur ausgehen, wenn ich auf die Sonne klicke, weil ja Eventlisten auf die Sonne registriert ist. Ne? So, und dann kann ich noch das auch sehr schön Control-Key, Alt-Key und Shift-Key abfragen. Und zwar wird mir dann wird mir True zurückgeliefert, wenn ich gleichzeitig die Steuerungstaste drücke. Und wenn ich sie nicht drücke, wird mir False zurückgeliefert. Ne? Kann man auch super gut gebrauchen. Ne? Hier habe ich jetzt False. Jetzt drücke ich die Steuerungstaste und klicke auf die Sonne. Ne? Dann liefert er mir True. Ne? Kann man schöne Sachen mitmachen. Ne? Könnte man sagen, wenn ich draufklicke, und dann dreht sich die Sonne und wenn ich die Steuerungstaste drücke, dreht sich sie in die andere Richtung. Ne? Und das gibt es dann eben auch noch für Alt-Key. Und Shift-Key. Ne? Die drei Sachen kann man dann abfragen. Kann man dann in so einer If-Struktur dann die ein oder andere Anweisung geben. Gut, soweit so gut. Das soll es auch erstmal wieder gewesen sein für die Grundlagen des Event-Handlings. Es gibt beim Event-Handling noch eine ganze Menge mehr zu sagen. Aber das sind erstmal so die Basics, damit kann man schon mal was anfangen. Schaut euch meine Homepage an auf www.pastorpixel.de Tutorial ActionScript 3. Findet ihr dann auch das Thema Event Handling. Übrigens, wenn ihr bei mir mal irgendwas sucht, geht ihr einfach auf Bearbeiten, Suchen oder Steuerung F. Und dann könnt ihr das in der Suchfunktion des Browsers da unten eintragen. Und dann findet ihr das ziemlich schnell, ne? Hier ist ja auch nochmal dieses Beispiel, was wir gerade gemacht haben. Da ist es auch alles nochmal in schriftlicher Form erklärt. Hier sieht man auch diese Sachen, die ich gerade erklärt habe. Hier die Sache mit dem Target. Und so weiter. Hier mit Shift-Key, ohne Shift-Key. Hier ist ein Event, Maus-Event, Maus-Wheel. Ne, da wird dann, wenn ich mit dem Mausrad über dem Objekt, das Mausrad über dem Objekt drehe, dann wird es durchsichtig gemacht. Drag and Drop. Auch das haben wir ja eben gemacht. Hier ist der Event Enter Frame, ne, der in Schleife aufgerufen wird. Und, ach so, eine Sache noch, genau, die habe ich noch richtig jetzt beinahe noch vergessen. Man kann so einen Event-Händler auch wieder entfernen. Das ist auch wichtig eigentlich, ne? Wir machen das mal hier mit dem Event Enter Frame. So, Add Event Listener Event Enter Frame. Hatte ich ja am Anfang gesagt, dass der 24 Mal pro Sekunde, wenn die Bildlaufrate so eingestellt ist, ausgeführt wird. So, ich nenne die Funktion mal TurnMe. Und sage jetzt hier wieder Event Current Target. Könnte auch so eine MC sagen. Rotation plus gleich
10, meinetwegen, ne? Und so, teste ich mal den Film. So, jetzt hat hier irgendwas. Ach so, ich habe noch was vergessen, genau. Ich muss natürlich hier das auch ändern, ne? Das ist jetzt kein Maus-Event, das ist ein Event. So. Jetzt dreht sich die Sonne. Mach das mal ein bisschen langsamer, Hälfte der Geschwindigkeit. Immer noch ziemlich schnell. So ist es schon besser, ne? So, jetzt möchte ich, dass das irgendwann mal wieder aufhört, diese Dreherei. Und zwar, sobald ich auf die Sonne klicke, soll er das stoppen. So, ich mache einen zweiten Event-Händler, einen zweiten Event-Listener. Wieder Maus-Event-Klick. Auch eine zweite Funktion. Die nenne ich Stop-Turn. Die ist jetzt wieder vom Typ Maus-Event. So, und wie stoppe ich jetzt dieses Maus-Event Enter Frame? Das wird ja permanent in die Schleife aufgerufen, indem ich den Event-Listener einfach entferne. Das macht man am einfachsten so, indem man das hier komplett kopiert, die Zuweisung des Event-Listeners. Und anstatt Add schreibe ich Remove. Dann wird der Event-Listener wieder entfernt. So, die Sonne dreht sich und jetzt hört sie auf, sich zu drehen. Ne? Also man kann Event-Listener auch wieder entfernen. Natürlich kann ich auch den Maus-Event wieder entfernen. Ich kann alle Event-Listener entfernen. Ne? So wie ich es gerade erklärt habe. Ne? Das Einfachste ist, man kopiert komplett diese Zeile mit dem Add-Event-Listener und ersetzt das Add durch Remove. Da ist man auf der sicheren Seite. So, das soll's gewesen sein für dieses Tutorial. Viel Spaß damit. Probiert schön rum. Besucht meine Homepage. Macht bei den YouTube-Videos mal den Daumen hoch. Votet da mal für mich und guckt euch die Werbung an. Und vor allen Dingen spendet mir Geld, ganz wichtig. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael Albers.